Es ist Werbung. Sophia Thomalla verharmlost Jesus Bild, Hauptsache PR, auch wenn man andere damit verletzt. Am Mittwoch erhitzte Sophia Thomalla 28 die GIMP-Fragezeichen Tervi und je. F-Fragezeichen eine Werbekampagne lief, sich die Moderatorin an ein Kreuz binden in einem knappen Outfit, und sogar mit Dornenkrone auf ihrem Haupt. F-Fragezeichen zahlreiche Menschen ging ihr Auftritt als halbnackte Jesus-Kopie eindeutig zu weit, und es hagelte einen Megas-Hitsturm. Jetzt rechtfertigt sich Sophia Liefer im Film der Talkshow von Sandra Maischberger 51 kam die Skandalnudel am Mittwochabend nicht um ihr Kreuzigungsbild herum. Besonders Moderator Peter Hane konnte seinen Fragezeichen-Gär-Fragezeichen-Bär die Werbeaktion nicht verbergen, es muss uns doch ein bisschen was heilig sein, meinte er. Daraufhin antwortete Sophia, es ist Werbung, die hervorragend funktioniert. Die Idee sei auch von einer spanischen Luther-Gesellschaft Fragezeichen übernommen worden, die schon seit Jahren christliche Symbole zu Werbezwecken einsetze. Dieses Mahnfragezeichen fehle nicht unbedingt nur F-Fragezeichen positive Resonanz sorgen W-Fragezeichen D, bei dem Hochbühnerketter nach eigener Aussage schon im Vorfeld bewusst, ich weiß, dass es wieder provokativ ist, und ich weiß, es werden sich wieder einige aufregen, sagte sie am Donnerstagmorgen bei Guten Morgen Deutschland. Aber das ist ja der Sinn der Sache, L-Fragezeichen hielt sie jeglicher Kritik entgegen. Ich in die Fragezeichen eh das auch. Ich mag das ja sehr gerne, wenn sich ein paar Leute da Fragezeichen mehr aufregen. F-Fragezeichen die 28J-Fragezeichen Riege bedeutet die Aufregung Fragezeichen wer ihr Peak zum Slogan Weihnachten wird jetzt noch SCH-Fragezeichen der lediglich, dass sie den Leuten nicht egal sei. Ich mag Sachen nicht, die Leuten egal sind, stellte sie klar. Was haltet ihr von Sophia Thomallas Rechtfertigung? Tipps F-Fragezeichen Promiflash? Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de.